Obwohl ich glaube, dass ich hier eher hochgekommen bin. Hier war ich doch schon. Ups, Entschuldigung, Kleines. So. Und Jesse hat abgeschaltet. Justin ist was futtern, das ist bekannt. Also Katze war bestimmt bei mir. Ah, okay. Gut, weil laut Zuschauerzähler sind zwei weggekommen. Na gut, Justin ist weg und der Random-Zuschauer wahrscheinlich. Naja, ist egal, kein Problem, muss man mal gucken. Ich versuche halt immer nur so ein bisschen... Wie heißt's? Ich glaube, ich muss wieder ganz runter. Ich weiß nur nicht, wofür der Gatekeeper dann da gewesen ist. Weil er hatte irgendwie... So, ich will nicht zu viel rennen, weil die fällt nämlich auf die Schnauze, wenn sie keine Ausdauer mehr hat. Das möchte ich verhindern. Gibt's hier noch was? Habe ich hier irgendwo was vergessen? So, ich installiere gerade Tell Me Why. Ah, okay. Ja, ich habe auch so viele Spiele noch in meiner Steam-Bibliothek-Liste. Ist jetzt die Frage, will ich hier runter? Na, ah, da hätte ich vielleicht lang gemusst. Da hätte ich vielleicht lang gemusst. Genau mit diesem Jump. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Ich kam... Was? Das, ah, das kam heute raus. Ist von dem Machen von Life is Strange. Ah, okay. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, Life is Strange hat mich überhaupt nicht gefesselt. Ich habe die Episode 1, das hat mich schon so ein bisschen verwirrt. Ob es da mehrere Episoden gibt oder was weiß ich. Dementsprechend müsste ich das eigentlich auch mal anspielen. Um ehrlich zu sein, auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob das wirklich meinen Geschmack, also meinen Game-Geschmack widerspiegelt. Kann nämlich sein, dass es nicht der Fall ist. Und dementsprechend muss man das dann einfach auch... Ich glaube, der Zeldiri hatte mir das mal geschenkt, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, bin ich irgendwie blöd? Ich habe so das Gefühl, dass ich hier falsch laufe. Ich muss dahin, wo ich runtergefallen bin. Ah, okay. Okay. Ich kann also nicht zweimal springen und, in der Luft ausweichen. Das geht nur einmal. Okay, das muss ich mir merken. Einmal springen und dann in der Luft ausweichen. Muss ich hier rüber? Muss ich hier rüber irgendwie? Was ich allerdings nicht glaube. Bin ja von der anderen Seite gekommen. So. Okay. Zumindest steht hier nichts von Episoden bei Tell Me Why. Ich probier's mal hier. Okay, hat geklappt. Die Frage ist, war es auch richtig? Nämlich so das Gefühl, dass das unrelevant war. Aber zumindest war hier noch ein Gegner.
Halunke. Was zum... Sag mal, der Typ ist hinüber. Ja, die Leute müssen immer hier. Hier gibt es eine Würstchenbude und da müssen die Leute immer angeben. Indem sie die Reifen durchquietschen lassen. Hinterfragen wir das einfach nicht. So, gut. Die Frage ist nur... Der Fakt, dass es hier Gegner gibt, hab ich so, lässt mich so ein bisschen hoffen, dass ich einigermaßen richtig bin. Aber ich glaube... Hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Dementsprechend macht das alles keinen Sinn. Ich weiß nicht, wo ich hier weiter muss. Ich muss zum Thron. Ja, die Frage ist, wo ist dieser Thron? Die Katze, die mir sonst immer irgendwas sagt. Auch nicht hier. Offene Truhe. Hier war ich schon. Okay, ich verstehe. Nein, hier runter wollte ich eigentlich nicht. Aber ich hätte sowieso hier runter gemusst. Okay. So. Vergiften darf ich mich nicht. Andere Menschen. Tiere hat er wieder angehört. Achso, okay. Ihr redet untereinander. Das ist super. Ja, wie gesagt, ich kann, was das Thema Rauchen angeht, halte ich mich komplett raus. Ich habe halt nie geraucht. Das bedeutet, ich kann absolut nichts nachvollziehen. Ich habe auch keine anderen Süchte oder sowas. Keine nennenswerten. Und dementsprechend kann ich jetzt auch nicht sagen, das und das und das und das und das. Oder irgendwelche... Ich bin halt nicht suchtgefährdet, dementsprechend... halte ich mich da komplett raus. Wenn Leute meinen, rauchen zu müssen, ist das ihre Sache. Das ist jedem Menschen frei. Und ich kann da auch nichts dazu sagen, so nach dem Motto, es ist schwierig aufzuhören. Ich kann's, ich glaub's. Aber ich habe keine Erfahrung. Und wenn man keine Erfahrung hat, Fresse halten. Ja, ich sag's mal so, ein paar Laster habe ich schon. Ich bin ja durchaus nicht perfekt. Auch Tiere mag ich. Ich komme mit relativ vielen Tieren klar. Ich habe halt irgendwie so eine animalische Anziehungskraft. Das bedeutet Katzen, die normalerweise... Da hätte ich lang gemusst. Wahrscheinlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Da war ich doch schon. Ja, wie soll ich das erklären? Eine Bekannte von mir hatte einen Kater, der konnte keine Männer abhaben. Weiß nicht warum. Der hat irgendwie jeden Kerl, der zu ihr ins Zimmer gekommen ist oder sich ein bisschen bei ihr häuslich einrichten wollte, angefallen. Und mit mir kam er klar. Mit mir kam er eigentlich ganz gut klar. Vielleicht ein bisschen zu gut. Und ja, solche Sachen halt. Ja, der Kater meiner Katze. Der Kater meiner Katze. Der Kater meiner Tante war ja auch einer, der jeden bis auf meine Tante angefallen hat. Mich hat er auch angefallen. Einmal. Danach nie wieder. So, ich finde 30 Euro für eine Episode kann man... Ist ziemlich teuer. Life is Strange 2 ist mit allen Episoden bei 31 Euro. Ja, ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, ich kenne Life is Strange nicht. Beziehungsweise ich kenne das Spiel. Das ist vielleicht ganz nett. Ist vielleicht generell nicht mein Genre. Aber ich weiß es halt echt nicht, wie das mit den Episoden so gedacht ist. Und dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Wenn es halt 3 Episoden geben sollen, die kosten alle 30 Euro, da haben sie echt, ich weiß nicht. Es gibt Leute, die wissen, dass sie was Gutes machen und, die dann echt
Kohle rauspressen wollen. Hier gibt's doch... Nee, das ist nur ein Killergehäuse. Ich guck mich hier nochmal genau um. Komm schon, selbst in Dark Souls habe ich mich zurechtgefunden, bitte. Ich bin wieder hier. Die Frage ist, wie komme ich... Nee, hier runter nicht. Gehe ich mal hier lang? Ich glaube aber nicht, dass es hier weitergeht. So. Hab bisher auch noch kein Life is Strange Teil gespielt, bis auf den, der kostenlos war. Ah, okay. Muss ich hier lang oder muss ich wieder runter nach... rechts. Hier war ich doch. Hier war ich auf jeden... Ich war hier überall theoretisch schon mal. Die Frage ist nur... Warum geht sie nicht weiter? Das sieht irgendwie... Ah, ich verstehe. Okay. Dann gehe ich nochmal zurück. So, das Game ist der Gesamtpreis. Keine Sorge, meinte nur wegen der Veröffentlichung. Life is Strange 2 warte ich noch auf Rabatt. Rabatt 75, Vorgänger gespielt. Nett, nicht mehr. Okay. Mach Freiraum schaffen und durchatmen. Was? Okay, gut. Muss ich... Ich hoffe, ich muss das nicht verstehen. Gut, naja, auf jeden Fall, game-technisch bin ich versorgt. Das bedeutet, bei mir gibt es sowieso jetzt gerade andere Spiele. Aber ab und zu mal so eine kleine Perle lasse ich mir schon ganz gerne mal, unter den Nagel kommen. Hier, Little Witch Nobita zum Beispiel, bestes... wie heißt bestes Beispiel auf bestes Beispiel für Demo und Kurzkauf. Ich habe mir die Demo angeguckt, die hat mir die gesamte Demo hat mir sehr gut gefallen und dementsprechend habe ich mich auch ich bin schon wieder verflucht, warum? Kann nicht sein, dass mich alles verflucht. Wie heißt's? Die Demo hat mir komplett gefallen. Zu 100%. Und dementsprechend war dann... Ich bin hier schon wieder. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Ich weiß es echt nicht. Gut, schade, dass ich das, den Stream von Nobita jetzt abbrechen muss, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall eine Demo von dem Spiel gegönnt, hat Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, komm, kaufst es richtig. Das war super. Das war ja bei Resident Evil 3 auch so. An dem einen Abend habe ich ja die Demo gespielt. So, Resident Evil 3 Remake hat mir gut gefallen. War nicht ganz so extrem wie gedacht. Und dann habe ich ja auch, habe ich ja dann das Spiel gespielt. Hab's mir von Sluxy so ein bisschen einreden lassen. Ich will aber gleich nochmal, weißt du was, ich gehe kurz auf Toilette. Dann gucke ich gleich mal im Netz, wie man da weiterkommt. Und ja, dann gucken wir mal. So.
mein kleines, eins meiner kleinen geheimen Laster war oder ist Süßgetränke und Süßkram. Dafür wenig bis kein Alkohol und keine Zigaretten. Und mein Problem ist, dass ich sehr viel Abwechslung haben will. Das bedeutet, mir passiert das immer so häufig, dass ich mir ein paar Sachen hole. Müsliriegel zum Beispiel. Ich habe mir jetzt zwei Packungen Müsliriegel geholt, weil die einfach im Angebot waren. Und ich wette mit dir, davon werden bis ungefähr die Hälfte von den Dingern werden in meiner Süßigkeitenbox enden. Die mittlerweile so groß ist, also nicht groß, also schon groß, aber die ist mittlerweile mit Vielfalt so voll gepumpt, dass ich da ein eigenes kleines Lotto-Geschäft aufmachen könnte. So, diese, ich hätte gern das für 5 Cent, das für 5 Cent. Und die Trolley-Schnüre, die sind super. Die sind super. So. Aber um meine Süßkram-Gewohnheiten soll es ja jetzt nicht gehen. Ich würde hier gerne weiterspielen. Und wenn nicht, müssen wir uns was anderes raussuchen. Müssen wir uns was anderes dann raussuchen. Ich würde gerne wissen, wo es weitergeht. Ach. Zum Glück kriegt die keinen Fallschaden. Mann, das ärgert mich. Warum komme ich nicht weiter? Alles ein bisschen komisch. Ich nehme an, ihr habt auch keine Idee. Nein, von da bin ich gekommen. So, Fluch weg. Boah. Obwohl, ich hatte mal eine Sucht. Eine Spielesucht. Da habe ich ganz viel Florenzia gespielt. Aber davon bin ich auch losgekommen und bin sehr glücklich darüber. Ich finde es ja ganz goldig, dass sie so einen Pflaster am rechten Knie hat.
Ja, ich weiß nicht, wo ich weitergehen muss. Hier unten ist ja zu. Das bedeutet, ich kann halt nur mal gucken, ob ich irgendwie wieder von hier zurückkomme. Probier es mal. Aber, warte mal, von hier kam ich doch. Na gut, was heißt süchtig? Also so richtig süchtig war ich nicht. Das Problem ist einfach nur, dass ich vielleicht mich zu stark in das Spiel vertieft hatte und dementsprechend auch die eine oder andere Einstellung mitgenommen hatte. Ich will eigentlich ungern. Dann gehe ich mal in den Underground. Ich habe mir auch den Namen nicht gemerkt, den ich gekillt hatte. Lava-Ruins. Gehe ich mal da rein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Katze mit der Katze hat mir gezeigt, wo es lang geht. Das ist das Problem. Schon schick gemacht, muss man sagen. Also die Lava Ruins haben mir bis jetzt am besten gefallen. Die Frage ist nur, wo muss ich lang? Ah, hier ist eine Tür. Ich hab's. Ah, oh, super. Ohne nachzugucken. Ohne nachgucken. Yes. Geilo Milo. Super. Was haben wir hier? We have prepared a secret stage, which will reward you with a fourth elemental magic. If you beat it. Ah, mit dem vierten elementischen Magie, wenn wir sie schaffen. Haben wir ja geschafft, super. And be sure to challenge the secret stage before you enter the second round. Ah, hier kriegen wir auf jeden Fall nochmal gesagt, dass es hier eine geheime Ebene gibt, die wir jetzt aus Versehen, blöd wie wir, wie, ich sag mal wir, naiv wie wir mal sind in unserer Gamer-Neugier, einfach mal so mitbekommen haben und dachten, es geht dort richtig weiter, aber das war die geheime Stage. Das bedeutet, wir haben jetzt dieses geheime vierte Element bekommen. Wunderbar. Oh. Corny Erdbeer-Joghurt-Riegel. Super. Erdbeer-Joghurt-Müsli-Riegel. Aber du bist jetzt so Bleach. Bleach sagt mir jetzt nichts. Wortgewandt. Ich bin so einigermaßen wortgewandt. Aber der Begriff sagt mir jetzt nichts. Thank you very much for playing this game. The early access is temporary over. Stay tuned for future updates and welcome. Was? Save profile und back to titel. You will restart from the start level with your current stats. Ernsthaft? Ah. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Kompliment. Ja. Gut. Es ist eine.